Hey Leute, Mick hier. Heute zeige ich euch, wie ihr den Diplodocus zähmen könnt und was dessen Fähigkeiten sind. Viel Spaß! So, zuerst einmal die Fähigkeiten ganz kurz. Er ist ein sehr schneller Läufer, wie ihr sehen könnt. Und er kann Bären sehr gut farmen. Also das sind so seine beiden Hauptfähigkeiten. Und dazu kommt, er hat so eine Art Bussitze. Das heißt, er kann bis zu 11 Personen tragen. Hier könnt ihr auch aussuchen, okay, ich will jetzt hier zum Beispiel sitzen. Da können bis zu 11 Leute sitzen. Viel mehr gibt es zu den Fähigkeiten nicht zu sagen, ist sonst nichts großartig Spezielles. Ansonsten aber eigentlich ganz cool. So, kommen wir erstmal zu den Stats. Es ist ein sehr spezieller Tame. Man kann ihn nämlich passive oder normal mit Knockouten tamen. Zeige ich euch beide Varianten. Erstmal seht ihr, er braucht relativ viele Narcotics, deswegen würde sich vielleicht auch der Passive Tame empfehlen, denn Food braucht ihr so oder so gleich viel. Das blaue Kibbel ist das Beste, ansonsten könnt ihr auch Crops oder Majobeeren benutzen. Kann von keinem Dino getragen werden, außer tatsächlich Stand jetzt von der Rinio, die kann ihn tatsächlich tragen. Ich zeige euch das mal gleich, sieht doch ziemlich lustig aus. Spawnt auf allen Maps außer Scorched Earth und Genesis und die Difficulty würde ich 2 von 5 Punkten geben, weil es echt ein paar einfache Varianten gibt. 2 nur, weil er relativ teuer zu zähmen ist, würde ich sagen. Aber fangen wir an. So, wie versprochen, einmal das mit der Rinio. Wir könnten ihn tatsächlich grabben. Es sieht einfach legendär aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch rausgepatcht wird. Zurzeit ist es noch möglich. Im Dodo-Deck steht es tatsächlich auch falsch drin. Ich habe es gerade einfach ausprobiert gehabt. Und ihr könnt den dann auch einfach mit der ersten Taming-Strategie einfach in eine Tamebox droppen. Die muss minimal 2x2 Foundations groß sein. So, kommen wir zuerst mal zum Passive Tame. Wichtig zu wissen, er wird euch so ein bisschen weghauen. Um das zu verhindern, könnt ihr euch so zwischen seine Beine stellen. Hier, naja, hat jetzt gerade nicht funktioniert. Funktioniert nicht immer, müsst ihr ein bisschen die richtige Position suchen. So, aber irgendwo hier, wenn er dann irgendwann stehen bleibt, ist der Spot, wo er euch nicht erreichen kann. Wir können jetzt anfangen auch zu tamen hier. Ich habe jetzt Kibbel im letzten Slot natürlich. Aber hier wird er euch nicht wegkicken können. Ansonsten, alternativ, falls er euch doch wegkickt, könnt ihr euch auch einfach am Boden festgrappeln. Dann kann er euch auch sehr schlecht wegziehen und weghauen. Und ihr könnt trotzdem noch füttern, wenn ihr nicht stuck seid, so wie ich jetzt. Ich brauche ein bisschen mehr Leine. So. Aber jetzt könntet ihr theoretisch auch ihn auch füttern, wenn ihr ein bisschen Leine habt. Aber so werdet ihr auf jeden Fall nicht weggekickt und könnt ihn einfach zähmen. So, alternativ, wenn euch das zu stressig ist, könnt ihr auch einfach eine 2x2-Trap bauen. Und ja, ihr hört richtig, ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, eine 2x2-Trap reicht vollkommen aus. Die muss aber auch 2 Wände hoch sein. So. Ich nehme jetzt hier natürlich Doorframes, damit ich da auch wieder rauslaufen kann. Und dann natürlich die Rampe nicht vergessen. So, wir haben jetzt den Diplo hier und den locken wir jetzt in unsere Trap rein. So, jetzt ist er stuck. Und jetzt könnt ihr halt entweder sagen, okay, ich möchte ihn passive tame in der Trap. Wird natürlich auch gehen. Oder ihr fangt an, ihn einfach zu knockouten. Ihr könntet jetzt aber auch hier rangehen und ihn von hier aus passive tame. Das war's aber auch wieder mit dem Video. Nicht vergessen zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.